Drake Hole 9, wie gestern angekündigt. Vier Kelche, gut machbar. So, restaurierte Gaia-Statue, Ernte von einem Sträucher. Ja, viermal, okay. Verschmelze fünf Rubingräser auf einmal, zweimal, okay. Und erschaffe eine Zwillingsblume. Naja, das sollte doch jetzt alles irgendwie machbar sein. Wir stellen den Strauch schon mal auf Seite. Ich überlege gerade, wie ich das mit den Eiern mache. Haben wir hier noch Eier rumliegen? Nein. Gibt es irgendeine Art und Weise, wie ich irgendetwas super Tolles machen kann? Wahrscheinlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich da oben, 5 habe ich hier. Also das mit denen haut auch wirklich nur hin, mit den Rubingräsern. Wenn man das komplett macht, ein Dreier-Merch und man hat es quasi versaut. Dann... ja, sehe ich keinen Weg, einen 5er-Merch mit den Eiern zu machen. Weil eben, ne? Ich sehe es nicht. Ach Mensch. Ja, egal, dann machen wir es halt auch nicht. Dann ist es so, dann machen wir es nicht. Kein Weltuntergang. Wir ernten aber auf jeden Fall mal hier. Knochen, okay. Doch, da kriegen wir einen 5er-Merch hin. Sehr gut. Dann den mal da hoch. Dann haben wir hier ein 5er-Merch. Und dann kann der jetzt auch da ernten, was auf jeden Fall schon mal praktisch ist. Da können wir nämlich hier mal das Rubingras rauslassen, können den ersten 5er-Merch für das Rubingras machen. Spricht nichts dagegen, nein. Okay, das war schon 5 da oben. Dann machen wir das so. Bringen die mal hier rüber. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid, aber ich habe gerade was gesehen, was ich machen wollte. Ernte weiter. Ja. Hier nochmal von dem Strauch ernten, da ist ja auch noch ein bisschen was offen. Dann können wir die zwei dahin machen. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, was die Dreier-Merches wegen der Blumen angeht, weil wir ja noch die eine erstellen müssen. Hier die Zwillingslebensblume. Boah, ist das so unangenehm hier. Komm, ernte einfach mal von dem Knochen. Dann können wir da unten den Fünferbereich freilegen und kommen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Wir können das dann noch machen. Hier haben wir ein Gras, bloß nicht zusammenbringen. Wir brauchen das für den 5er-Merch. Da hinten können wir die eine hinstellen. Puh, ja. Wir haben nur eine leuchtende Blume hier rumstehen. Das heißt, wir brauchen zwei. Das heißt, wir brauchen einen 5er-Merch von der blauen Lebensblume. Da hat sich gerade ein Zomblin verabschiedet, den wir nicht rechtzeitig über Kombinieren rauslassen konnten. Dann müssen wir den eben abschießen. Dann ist es so, dann muss er abgeschossen werden. Ärgerlich. Die Zomblins hätte ich natürlich lieber befreit über einen Merch, aber ich hab's auch nicht gesehen. Hab's einfach nicht wahrgenommen. Ernte mal schnell. Also den hier nehme ich wahr, aber ich habe keinen Platz, wo ich ihn hinstellen kann, leider. Leider habe ich da gerade nichts. Vielleicht, wenn wir das nochmal ernten können. Oh, da kam was an Punkten dazwischen. Nee. Na komm, 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 komm. Ja, mach weiter. Aber wir nehmen den gleich mal hier raus und machen hier ein bisschen was frei. Es reicht nicht. Es reicht leider nicht. So vielleicht? Nee, es sind zu viele Punkte offen. Schade. Schade, schade. Das dauert so lang. Aber ich sehe gerade, wir können hier schon den 5er-Merch machen. Wir haben nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5. Alles schon beisammen. Wir können die Zwillingsblume erstellen. Und können jetzt von der ernten. Perfekt. Perfekt. Jetzt geht es ein klein bisschen schneller. Weil auch wenn die Blume das gleiche Orb
Teil ausspuckt, also das winzige, geht's einfach ein bisschen schneller. Wieder keine Geduld für einen Fünfer-Merch. Mir ist nicht zu helfen. So, Zombie-Dienst verbinden. Ernte noch einmal ganz schnell und dann müssen wir uns aber um den kümmern. Müssen es auch relativ, denke ich. Hier machen wir noch das Rubingras mit dem Fünfer-Merch, was verlangt war. Können hier hinten auch nochmal was machen. Ist aber nicht ganz so wichtig. Weiter Lebensblume ernten. Was fehlt denn eigentlich noch? Noch viermal von Sträuchern ernten. Auch das ist gar kein Problem. Machen wir jetzt schnell. Hallo, einmal noch. So, dann machen wir da oben das. Hier können wir noch ein paar Knochen verteilen. Was haben wir denn da alles noch offen? Grabstein können wir hier oben hinpacken. Dann ist die Stelle auch frei. Hier mal schauen, wie viel wir da wegbekommen. Ja, das sind nochmal überall 10 Punkte. Okay. Upsala. Zomblin, lassen wir so raus. Da unten können wir noch über Knochen in Merch machen. Den schnell weg. Ja, es ist nicht weiter schwierig. Man muss sich halt so ein bisschen durchkämpfen, beziehungsweise man sollte auch einfach ein bisschen geduldiger sein beim Lebensorb ernten und mal ein bisschen weiter ernten und nicht jedes Mal ein Dreier-Merch machen und dann alles wieder auflösen. Ja, ist ja gut. Ich mache jetzt... Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht die Blume wegnehmen. Ich mache jetzt hier ganz brav mal keinen Dreier-Merch und so. So. Aber jetzt mache ich das. Es tut mir leid. Jetzt muss ich das machen. Wir machen aber wenigstens eine Kombi draus. Können uns die Kombi-Punkte auch noch zur Rate ziehen hier. Okay. Hat gereicht. Die Zombies stellen wir mal auf Seite. Dann geht's den Statuen an den Kragen. Wir sammeln noch den Rest hier ein. Warum hat denn der immer noch... Ach so, der kleine Strauch hat nicht gezählt. Okay, das ist interessant, ja. Dann müssen wir noch mal eben schnell von den großen Sträuchern ernten. Aber auch das ist ja kein Problem. Wow, wie lange das jetzt dauert, weil die 50 Lebenspunkte haben. Das ist... ja. Aber schneller geht's halt nicht, weil ich nur den einen Drachen habe. Ungünstig. Lalala. Ja, komm, mach jetzt mal fertig. Gibt's doch nicht. Das soll jetzt so lange dauern. Also ihr spult am besten mal vor, weil ich fürchte, das dauert ein bisschen. Wenn die weg ist, dann nehme ich ganz kurz die beiden Sträucher nochmal unter die Lupe. Und dann habe ich aber das Ganze ja noch zweimal vor mir mit den Statuen. Das wird dann einfach ein bisschen dauern. Deswegen tut euch keinen Zwang an vorzuspulen. Meine Güte. Ach, ja, komm schon. Wer hat sich denn das ausgedacht? Es gab bestimmt einen Trick am Anfang mit irgendeinem Merch, wie man das hinkriegen konnte, dass man zwei Drachen hat. Aber da war ich wieder nicht clever genug zu. So, jetzt aber. 3, 4 Aufgabe erledigt. Jetzt muss der sich auch noch um diesen Zombien kümmern. Das hat er jetzt auch noch an der Backe. Ja, die Lebenspunkte bringen mir bei den Statuen nichts, gell? Nee. Ja, den Zombie hat er jetzt schon tot. Bringt's mir auch nichts. Da bringt's mir auch nichts. Nee, das hilft leider nicht. Okay, die haben aber nur 6. Ah, okay. Es war nur die eine. Hoffentlich nur die eine, die so viel hat. Was sagt die da hinten? Ja, auch nur 6. Okay, es war nur die eine mit 50. Gerade mit der falschen quasi angefangen. Oder mit der richtigen, dann hat man es hinter sich. Kann man ja sehen, wie man möchte. Ach, fertig. Fertig. So, noch ein bisschen die kleinen Spaß-Merchies hier machen. Na. Mann, ich wollte die Punkte noch einsammeln dahinter. Bin nicht mehr rangekommen. Pegasus 1x2 werden wir mitnehmen. Die blauen Blätter auch. Man weiß nie, wenn man das vielleicht für Dragonia nochmal irgendwann braucht. Also Pegasus-Ei auf jeden Fall. Werbung Ende. sind Gott sei Dank immer relativ angenehme Spots, finde ich. Also, was heißt angenehm? Aber sie sind einfach nicht sehr lang.
Da steht schon Herausforderung 41 ins Haus. Ja, okay, das ist wieder so eine Sache für ein Wochenende. Müssen wir mal schauen. Und dann geht's auch schon weiter im nächsten Bereich. Interessant. Ja. Da steht noch Drake Home Secret Level 2 aus. Das habe ich noch nicht gespielt. Werde ich aber machen. Ist dann wieder so eine Geschichte für Freitag. Ja, und dann bin ich gespannt, was der nächste Bereich bringt. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, das ist ein bisschen chaotisch hier hinten. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. Ah, okay, da war Ende. Ja, ein bisschen Beschäftigung kriegen wir noch. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spielen. Bye, bye.